Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Hefezopf machen. Und zwar nicht so einen normalen, so einen Dreistrangzopf, sondern ich möchte einen Sechsstrangzopf machen. Und dann ist es so, dass meine Tochter Rosinen überhaupt nicht mag. Aber wirklich so überhaupt nicht. Und deswegen mache ich heute mal einen Schokozopf. Also ich habe hier Schokoflocken. Das ist backfeste Schokolade. Das sind jetzt 100 Gramm. Die werde ich dann zum Schluss in den Zopf reintun. Das Schöne dran ist, die verlieren halt nicht ihre Form beim Backen. Die zerlaufen nicht. Und dann beim Essen hat man noch so einen leichten Biss. Ich mag die ganz gerne. Für meinen Zopf habe ich mir folgendes Rezept überlegt. Ich habe hier 300 Gramm Weizenmehl. Der Type 405. Das ist ja das Standardmehl, was man überall bekommt. Dann habe ich hier 60 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker. Kommt gleich rein. Dann habe ich hier 5 Gramm Salz und 20 Gramm Hefe. Das ist für einen Hefeteig, also für so viel Mehl ist das schon sehr viel Hefe. Aber der Hefeteig ist, wie ihr vielleicht wisst, ein schwerer Teig. Dadurch, dass da Ei drin ist, Milch, Butter, braucht die Hefe schon. Braucht man schon mehr Hefe, damit er auch hergeht und dass man halt nicht ewig warten muss, bis er dann mal hergegangen ist. Dann habe ich mir noch hergerichtet 120 Milliliter Milch. Die sollte jetzt nicht unbedingt aus dem Kühlschrank kommen. Im Grunde ist es fast egal, aber wenn die Milch wirklich sehr kalt ist, dann braucht die Hefe sehr lange, um mit ihrer Arbeit anzufangen. Um es ihr dann ein bisschen leichter zu machen, nehme ich halt die Milch früher raus, lasse sie eine Stunde vielleicht stehen, damit sie Raumtemperatur hat und dann tut sich die Hefe auch leichter. Milch kommt auch rein, dann habe ich hier noch ein Ei. Das tue ich auch gleich rein. Und das lasse ich jetzt von meiner Maschine kneten. Ich mache immer so 4 Minuten bei der ersten Stufe. Und 7 bis 8 bei der zweiten Stufe. Ich werde nach 6 Minuten bei der zweiten Stufe werde ich die Schokoflocken erst dazugeben und sie dann noch 1 bis 2 Minuten unterkneten lassen. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich die gleich mit dazugebe, dass die Maschine sie ein bisschen zermörsern könnte und dann habe ich nur so, ja, dann sind sie halt keine Schokoflocken mehr, sondern, ja, ihr wisst schon, was ich meine, zermahlene Flocken. Und das möchte ich nicht. Jetzt lasse ich es erstmal kneten und dann machen wir weiter. Mein Teig ist jetzt schön geknetet worden. Eine richtig schöne Konsistenz. Ich tue den gleich aus der Schüssel raus, einfach um zu sehen, ob die Schokoladentröpfchen sich auch überall verteilt haben. Denn oft ist es ja so, dass bei solchen Maschinen es gerne am Rand kleben bleibt. Also der Teig bleibt ja gerne am Rand kleben. Und so tue ich es halt einmal raus und knete ihn jetzt einmal durch. Und dann sehe ich halt sofort oder merke sofort, ob sich das verteilt hat oder nicht. Jetzt werde ich den nochmal zudecken und für eine halbe Stunde so stehen lassen. Mein Teig konnte jetzt in Ruhe entspannen. Jetzt will ich ja diesen Sechsstrangzopf machen. Also brauche ich 6 Stränge, die gleich schwer sind. Wir haben 700 Gramm. Viel Biss, also ungefähr 115. Das erste, was ich mache, ich mache sie wieder rund und bringe Spannung in den Teig. Muss nicht zu fest sein. Ist ja doch Hefeteig, ist ein bisschen weicherer Teig.
habe ich alle rund gemacht. Jetzt mache ich sie auch gleich lang. Ich drücke sie flach, schlage ein, zweimal. Das ist eigentlich wie beim Brot, wenn ihr meine Videos kennt. Jetzt übertreibe ich es aber nicht mit dem langen Rollen, sondern ich mache sie nur so 10 cm lang vielleicht. Denn dadurch, dass ich jetzt die rund gemacht habe, ist da schon viel Spannung drin. Und wenn ich es jetzt übertreibe mit dem langen Rollen, dann würde mir der Teig reißen. Deswegen mache ich nur so ein bisschen und lasse ihn kurz entspannen. Und auch diese kurze Zeit zum Entspannen, die reicht dem Teig völlig, um dass ich ihn dann weiterverarbeiten kann. Das war nicht gut. Nee, das war gerade ein bisschen blöd. Ich habe zu viel Mehl auf meine Arbeitsfläche getan. Und dadurch, dass es nur so eine Küchenplatte ist, ist es sehr schwierig, da einen Teig auszurollen. Das war nicht gut. Ich gehe einfach mit den anderen hier durch und mache quasi die Platte hier mehlfrei. Ich probiere es nochmal mit denen hier. So, das ist okay. Jetzt mache ich sie nur ein bisschen länger. Und auch auf was ihr achten solltet, ist, dass sie ungefähr gleich dick sind überall. Und jetzt kann man sich hier an die Seite so ein bisschen Mehl nehmen und die da ein bisschen mit Mehl bestreuen. Denn dann kleben sie nicht so aneinander und man sieht dann das Zopfmuster ein bisschen besser. Und natürlich, man sollte schauen, dass sie ungefähr alle gleich lang sind. Mache ich hier oben einen Punkt, wo sie alle fixiert werden. So, entschuldigt, ihr werdet jetzt sehen, das sieht ein bisschen anders aus, als was ich gerade gemacht habe. Bei mir hat gerade das Telefon geklingelt und bis ich die abwickeln konnte, waren mir die ein bisschen zu weich geworden, zu locker. Deswegen habe ich es jetzt nochmal zusammengerollt, lang gerollt. Und jetzt fangen wir an zu flechten. Meine rechte Hand geht auf die linke Seite, meine linke auf die rechte. Und jetzt ziehe ich die linke Hand in die Mitte rein und die rechte bleibt außen. Ihr habt quasi immer drei Stränge, die bleiben immer auf der rechten Seite und drei, die bleiben immer auf der linken Seite. So kommt sie eigentlich nicht durcheinander. Dann nehme ich den äußeren hier und ziehe ihn unten durch. Und ziehe ihn unten durch und den hier lege ich wieder auf die linke Seite. Jetzt nehme ich den äußersten, ziehe ihn hier durch und den lege ich wieder auf die rechte Seite in die Mitte. Dann nehme ich den rechts außen, lege den hier wieder links in die Mitte. Seht ihr das? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn man es einmal kann, dann dürfte da eigentlich nichts schief gehen. Und hier zum Schluss macht sie einfach, drückt sie alles schön fest zusammen und das war's schon. So sieht der Zopf jetzt aus. Jetzt werde ich den hergehen lassen, dann tun wir ihn mit Ei bestreichen und dann kommt er in den Backofen rein. Jetzt tue ich ihn zuerst auf dem Backblech
und lass ihn in Ruhe hergehen. Ich schätze, je nach Raumtemperatur dürfte es zwischen 40 Minuten und einer Stunde dauern. Mein Schokozopf lag jetzt eine Stunde, ist auch richtig schön hergegangen. Ich habe mir jetzt ein Ei aufgeschlagen, das habe ich jetzt nur mit dem Pinsel ein bisschen verrührt. Jetzt werde ich das einstreichen. Das solltet ihr wirklich machen, denn das gibt dem Zopf eine schönere Farbe und vor allem das Ei wird schneller dunkel, als wenn ich es jetzt ohne Ei backe. Das heißt, ich lasse es deutlich weniger im Backofen drin. Das macht den Zopf wiederum saftiger, weil es halt nicht so lange gebacken ist. Er bleibt länger weich. Also wirklich, auf das solltet ihr nicht verzichten. Wer mag, kann jetzt noch Hagelzucker drüber streuen. Ansonsten kommt jetzt im Backofen. Den habe ich auf 160, 170 Grad vorgeheizt, auf Ober- und Unterhitze. Und Atommenge 2. Halbe Stunde ist rum. Mein Zopf hat eine richtig schöne Farbe. Auch von unten sieht er richtig gut aus. Also optisch super. Wirklich, also mal ist mal was anderes, nicht immer nur diese Dreistrangzöpfe. Ich finde, so sieht er echt toll aus. Riechen tut er auch gut, richtig schön nach Schokolade. Bei Zöpfen, da schaue ich immer eher, dass ich sie knapp backe, dass sie wirklich gerade so durch sind und dass ich sie auf keinen Fall zu lang backe. Denn Hefeteig wird generell recht schnell trocken und je länger ich es backe, desto trockener wird es. Und bei Hefeteig, also ich habe es lieber, es ist barzig, als dass es trocken ist. Probiert es aus, backt es nach, schreibt es mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.